Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Miss Survival mit Voucher und natürlich mit uns am Nameless. 7:39 Uhr, Tag 15. Wir haben viel zu tun, Leute. Wir müssen umbauen, ausbauen, ausräumen, umräumen. Und natürlich müsste auch demnächst mal irgendwann die Szene durch sein. Dann können wir uns einen Bogen craften, ein paar Pfeile dazu. Wie geht's dir, Chicken? Ey, Leute, ich weiß auch nicht. Jetzt ist da 0 Liter drin. Ich hatte da nämlich 6 Liter drin. Entweder sauft es ja jede Menge oder das läuft aus. Ich werde es drauf ankommen lassen. Du kriegst jetzt erstmal nichts mehr. Ich habe schon zweimal 6 Liter reingehauen. Keine Ahnung, ob das Ding jetzt nur nicht funktioniert, ob da noch ein Bug drin ist oder ob das wirklich 6 Liter Wasser braucht, das kleine Ding. Leute, wir müssen weiterbauen. Ich habe schon ein bisschen Material vorbereitet, jede Menge Bretter. Ich habe Nägel gemacht, damit wir hier weiterkommen. Ich möchte aber auch heute ein ganz kleines bisschen Ordnung in die Base bringen. Wir fahren mal ganz kurz zur Schmiede. Da werde ich kurz umräumen. Au, habe ich die 8 Steine dabei, nämlich. Jo, wieder bei. Wir bauen uns nämlich auch noch diesen Mörser heute. Dann können wir in Zukunft unsere Materialien nämlich gleich verbauen. Noch komme ich durch. Ja, bevor man mal ganz sachte vorbei im Schild. Hier will ich auf jeden Fall heute auch noch weitermachen. Du, wenn alles klappt, gehen wir morgen hoch mit dem Bogen. Holen uns den nächsten Bär, weil das Fleisch wird nämlich langsam auch knapp. Holen uns den nächsten Bär. Und dann würde ich vielleicht noch die Straßensperre oben. Nicht die Straßensperre, die Banditen, die immer auf uns schießen, wenn wir da vorbeisausen. War da noch ein Holzstumpf? Nee, aber keiner. Ich probiere nämlich jetzt näher hinzufahren. Dann brauche ich nämlich hier nicht immer so ein Eck machen, weißt du? So. Motorchen aus. Hier würde ich gerne umräumen. Jetzt pass mal auf, wie habe ich es mir denn vorgestellt? Mach mal die hier. Das war falsch. Das war falsch. Du musst erst die Ronheimer. Und dann nehmen wir die hier. Die möchte ich gerne. Die möchte ich gerne hier. Und eine zweite Militärkiste. Die lassen wir dann hier stehen. Eine ist für die Barren und eine ist dann später schon fürs verarbeitete Material. Dann kann ich nämlich den Spind wieder mitnehmen. Bin immer gespannt, ob ich den noch da drauf kriege. So, pass auf. Kiste Nummer 1. Müssen wir natürlich auch machen, ne? Jetzt haben wir ja so viel Platz. Also zumindest so viele Tools, wo wir was verstauen können. Ja, da ist natürlich jetzt ziemlich voll. Dann bauen wir als erstes mal den Mörser. So, 20 Minuten dauert das gute Stück. Kann ich den auf den Tisch stellen? Oder muss ich den im Inventar behalten? Er muss den im Inventar behalten, glaube ich, gell? Ja. Das heißt aber auch. Jetzt muss ich doch mal ganz kurz was gucken, Leute. Ja, du machst das, glaube ich, hier drin, gell? Und hier war die Verarbeitung von den Patronendingern. Da brauchst du allerdings die Teile wieder. Also, dann würde ich den Mörser tatsächlich hier reinschmeißen. Lass uns aber trotzdem mal schon mal was durchmalen, dass ich das mal sehe. Ich nehme jetzt nochmal das Zeug wieder einzeln rüber. Ich mache das unheimlich gern. Da weiß ich, was ich habe. So. Hier, wie viel können wir da? Lalali, lalala, 9 Stück. Ich muss jetzt gucken. Meistens, wenn ich dann so am Craften bin vormittags, dann kommt dann auch mal der Mist. Okay, das ist jetzt schon mal erledigt. Das heißt, ich habe jetzt das Pulver und das dazugehörige Parengale. Das nächste, was wir machen könnten, ist wahrscheinlich die Geschichte hier. Weißt du, dann haben wir gleich ein bisschen Ordnung. Und dann gehen wir vor und bauen weiter. So, jetzt muss ich wieder hier reingucken, ne? Schawübbel. Das dauert jetzt länger. Ich nehme an, dass wir jetzt auch gleich in Mist kommen. Dann flitzen wir halt kurz heim. 3 Stunden auf 10 aufgerechnet ist 13 Uhr. Ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt... Na, schauen wir mal. Ja, wo habe ich mir gedacht? Habe ich mir gedacht? Ich renne jetzt aber heim. Risiko, Fisiko. La, di, la, 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 li, la, 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 lum. Habe ich mich jetzt verlaufen? Habe ich mich jetzt verlaufen? Alter, ja, ich bin... Nee, passt schon. Im Nebel sieht gleich alles ganz anders aus hier, ne? So, die kommen jetzt nämlich gleich. Noch ist der Sound nicht an. Bei Rachel weiß sie jetzt auch nicht, ob die Pfanne aufgemacht hat oder ich zugelassen habe oder wie auch immer. Da gehen wir direkt hoch, schlafen den Nebel weg. Weil im Moment brauche ich keine Zombies. Wir machen natürlich aber auch noch eine Nebeljagdrunde. Kommt alles so mit der Zeit, ne? Im Moment brauche ich es halt nicht. Halt, 3 Stunden ist zu viel. Probier's mal 2. Schabdabiduba. So, ich bin gespannt, wie lange unser Dings noch braucht. 3 Stunden sind es meistens Nebel, gell? Hier würde ich dann gerne nach einer halben abbrechen können. So, Thema ist erledigt. Schuppdidum. Dann schauen wir mal eben nach den Zähnchen, wenn wir schon hier rumstehen. No, 96,0%. Das heißt, wir sind bald soweit mit unseren Zähnen. Dann gibt es endlich den Bogen. Und ich habe auch drüben ein bisschen was durchgeschmolzen. Dann können wir uns gleich ein paar Pfeile machen, gescheite. So. Mal irgendwann werden sie mal hier rumstehen noch, weil sie noch nicht ganz verbrannt sind und ich renne raus. Meine Lieben, ich bin sehr, sehr gespannt. Jetzt kommt ja dann demnächst der erste größere Ausflug. Dann lade ich das Auto voll mit leeren Kisten. Dann fahre mal so ein bisschen mal in Richtung Osten.
Schauen uns den anderen Teil der Map an. Looten natürlich kräftig. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und zwar hier machen wir die Pfeile raus, ne? Jetzt muss ich aber ganz kurz mal was gucken. Die haben wir hier. Die gehören hier hin. Was könnte man denn noch machen? Da war doch noch ein drittes, ne? Ach ja, richtig. Die Sachen müssen wir natürlich dann vom Lagerfeuer rüberholen. Ist okay. Ansonsten habe ich hier Kupfer und Eisen. Und das nehme ich jetzt alles rüber, weil das kommt tatsächlich nämlich in eine andere Kiste, damit ich den Spind mitnehmen kann. Den will ich zu Hause, ne? Ich mag lieber Spinds in der Butze und diese Kisten, die können wir von mir aus hier hinstellen. Ich muss nur kurz gucken. Kann ich die hier drauf? Das wäre natürlich super. Sieht doch viel besser aus, ne? Wenn ich die so ein bisschen drehe. Jetzt kommt es natürlich darauf an, ob die von der Tischgröße her passen. Aber wie abmessen, hey. Wie abgemessen. Absolut geil. Meine kleine Schmiede. So sieht's aus, Baby. So. Wenn ich die jetzt noch, ohne dass ich das Seil verdeckt da dran kriege, dann wäre alles ideal. Ja, das passt. Damit bin ich zufrieden. Ich muss hier nur ein bisschen weiter. So. Ja, so geht's ungefähr. Ist nicht 100% bündig, aber das muss es auch nicht. Okay, dann haben wir die Geschichte erledigt. Das heißt, ich komme jetzt zukünftig hier hin, dann kann ich da reinschauen. Das war scheiße. Du musst mit einem anderen Club reinschauen. Watcher, was muckst du? So, open. Und hier kommt jetzt dann hin Gold. Dann haben wir hier die Geschichte. Dann werden wir natürlich die Erze jetzt hier noch einlagern. Wobei ich das gleich wahrscheinlich durchschmelzen kann, wenn wir schon hier oben stehen. Lassen wir mal schauen. Genau, die waren für die Pfeilspitzen gedacht. Die Jungs und Mädels. So. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Wenn ich 6 mache, habe ich 150%. Das will ich natürlich nicht. 0%. Kupfer 4. Wie viel Kupfer? Bei 8 habe ich 2 Barren, oder? 104%. Split. 52. Jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt, wenn ich 6 nehme. Ich glaube, du musst schon gucken, dass du auf den kommst, ne? Was ist denn der Unterschied zwischen den beiden? Zink. Ach, Zink. Kann ich Zink schmelzen? Tatsächlich. Aber du brauchst keine 6, oder? Reichen 4. Zink reichen 4. Das heißt, da muss ich wieder nachholen. Und die 4, die lasse ich jetzt raus. Schmelze ich die beiden Dinger durch. Und dann kommen die zwei hier rein. Und schon einmal sauber, Leute. Das Thema ist schon mal erledigt. Dann haben wir die Barren, den Mörsel. Den tue ich dann praktisch hier dazu, wo er hingehört. Dann finde ich den auch immer, wenn ich ihn brauche, ne? So, weil wenn wir von der Mine kommen, farmen, dann gehen wir erstmal hier an unsere Schmiede und dann werde ich hier erstmal ausräumen, verwalten und verschalten und dann passt das hier soweit. Jetzt pass auf. Die Pfeile, die Pfeilspitzen, die will ich nämlich tatsächlich mal. 16 Stück. Ja, immerhin. Ist doch ein Anfang, 16 Pfeile. Ein Pfeil mit einem schweren Bogen wäre dann auch tatsächlich ein tödlicher Schuss, ne? Wenn wir die Banditen machen. Auch geil, wenn wir jetzt noch schlafen, Leute, bevor wir aufbrechen heute. Dann haben wir. Dann machen wir uns den Bogen. Dann machen wir uns den Bogen. So, 16 Pfeilspitzen. Damit bin ich schon mal soweit zufrieden. Dann würde ich sagen, ins Auto rein. Licht an. Jetzt darf ich hier nur nichts über den Haufen fahren. Hier sind so viele Baumstämme. Oh, mein Spind habe ich vergessen. Kurzer Moment, kurzer Moment. Du musst mit, Alter, dich. Und die kleine Kiste muss auch wieder mit. Ja, wir müssen das ja irgendwann wegräumen, ne? Ich hoffe doch, dass der hier drauf stehen bleibt. Wo ist denn die Kiste jetzt hier? Soll man die auch noch hier lassen? Ah ja, vielleicht lasse ich die auch noch hier. Dann können wir entsprechend da Pfeile wahrscheinlich mal reinlagern, wenn ich so ein bisschen auf Vorrat craft, ne? Ich stelle die mal voll aufs Seil. Ja, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Und kann ich sie unter den Tisch? Oh, das wäre. Ja! Alterle, ist das gut. Hier, ne? Oh, dann stelle ich die auch noch unter den Tisch. Wenn ich die nochmal kriege hier. Ah ja, dann ist das aufgeräumt. Dann haben wir hier so ein bisschen Stauraum. Gefällt mir gut. Fantastisch. So, dann hauen wir das hier rein. Ne, ne. Nicht rumeiern. Ja, manchmal ist es ein bisschen schwierig hier, ne? So, das Zeug ist aufgeräumt. Den Spind habe ich dabei. Dann können wir der Bock drehen, wenn es klappt. Naja, so ein bisschen Huste da ab und zu. Und hier war es jetzt gerade eben so steil, ne? Wie jetzt? Den habe ich nicht gesehen. Wieso machen die auch die Baumstümpfe hier nicht weg? Holzfäller, ehrlich, hey. Oh je, ich komme hier nicht mehr raus jetzt. Ja, doch. Mit ein bisschen Schmackes geht alles. So, jetzt gehen wir heim, dann pennen wir erstmal uns
unsere Nacht weg, Leute. Und dann geht's weiter. Aufgeräumt. Schmiede läuft. Wir haben ein paar Pfeilspitzen gemacht. Finde ich sehr gut. So. Motor aus, Licht aus. Nehmen das raus. Zack, hat er schon wieder Durst. Ey, dieses Huhn mit seinen 6 Litern Wasser, das ist schon eine Extreme. So, pass auf. Gut, das verbauen wir jetzt natürlich noch. Ich will ja den Wachturm heute sehen. Jetzt gehen wir aber erstmal pennen, Leute. Lalali, lalala, lala. So, Dille, unsere Schmiede ist soweit aufgeräumt. Gefällt mir richtig gut, dass wir da jetzt ein bisschen für Ordnung gesorgt haben. Wenn ich 11 Stunden penne, müsste es hell sein. Die nächtlichen Zombies müssten weg sein. Ja, das ist normal. Dann müsste ich jetzt nochmal 6 Stunden pennen. Wo kommt man dann raus? Ist dann. Das Geräusch ist immer super. Da weißt du genau, die waren irgendwo, ne? Nochmal eine Stündle. Dann muss ich gleich was essen. So, der Tag ist angebrochen, kurz vor 6. Die Türen sind auf. Freue ich mich. Rachel, du bist eine absolute Göttin. Hey, mach doch die immer die Türen auf, oder? Lebt mein Huhn noch? Das kriegt jetzt erstmal nichts mehr, ne? Bis ich weiß, ob das hier verdampft. Das ist beleidigt. So, pass auf, wir müssen was essen, ganz dringend. Ich hoffe, wir haben noch was. Wie weit ist jetzt mein Sehnenzeug? Nimm dir mal 2 von den Dingern raus. Sehne. Sehne ist fertig, Leute. Dann können wir uns auch den Bogen heute bauen. Oh, da freue ich mich. So, pass auf. Die hauen wir uns jetzt rein. Dann holen wir uns den nächsten Bären, ne, dass wir wieder Steaks braten können. Mal guck mal, das Zeug ist ja ein Tropfen auf den heißen. Und dann gehen wir echt mal demnächst eine große Loot-Tour machen, irgendwo, wo wir noch nicht waren. Nehmen natürlich Komponenten mit zum Bauen und schauen da auch mal ganz speziell nach Pflanzensamen und so Geschichten. Ne? Hier ist das fertige Leder, das nehme ich jetzt auch schon mal mit. Ich habe das bereits umgetauscht, ne? Wir hatten nämlich eins drin hängen, das war fertig. Die Sehnen sind soweit durch. Hatten wir nicht 3 Sehnen? Hier haben wir 3 Sehnen. Pfeilspitzen, da muss ich noch Sticks holen nachher. Passt, jetzt pass auf, jetzt gehen wir erstmal raus. Jetzt kommt's. Wir müssen natürlich hier auch noch ein bisschen umräumen. Oh, der Spind ist hinten geblieben. Den hole ich später. Jetzt pass mal auf, wie weit kriegen wir das jetzt hier aufgebaut? Ich will auf jeden Fall heute einen Wachturm sehen. Und da, hier würde ich dann tatsächlich auch ein ganz kleines bisschen abschrägen wollen. Ob das jetzt funktioniert, was ich vorhabe, werden wir sehen. Ne? Pass auf, wir gehen hier rein. Zack, und jetzt brauche ich dieses Element mit der Leiter. Ich würde es gerne so ein bisschen anschrägen hier. Nur ein bisschen. Noch ein bisschen. Ne, ich lasse es mal so. So, jetzt baue ich das mal fertig. Ich müsste eigentlich alles da haben. Schauen wir mal, wie der erste Wachturm aussieht. Ich habe noch gar keine Ahnung davon. Was fehlt? Ah ja, Holz. Das ist klar. Aber da habe ich ja auch wieder ein bisschen gefällt. Hier ist unser Holzlager. Schalalalala. Jetzt habe ich nicht geguckt, wie viel ich brauche, ne? Und? Jo, 8 Stück noch, ernsthaft? Ist das so teuer, das Zeug? 1, 2, 4, 5, 6, 7. Okay, das war's. Mehr kann er nicht tragen, der Gute. So, jetzt müsste es aber durchlaufen, oder? Ja. Ist der Hammer, wie teuer das ist. Ich brauche einen halben Wald für eine Dings, ne? Wir müssen den Scott holen, auf jeden Fall. Der steht auf jeden Fall noch auf meinem Blinde. So, jetzt kommen wir vielleicht, wenn wir Pech haben, wieder in den Mist. Okay, jetzt sieht es natürlich hier erstmal so ziemlich abgranzt aus. Wenn ich jetzt hier ein Schild haben wir auch zugebaut. Jetzt kommt es darauf an, wie sich das ins Gelände einfügt. Möglicherweise nicht so schön, wie ich es mir wünsche. Ich hätte es halt dann gerne. Ja doch, guck mal, das geht schon. Damit komme ich klar, ne? Das würde ich jetzt allerdings hier ein ganz kleines bisschen wieder eindrehen. Nur mal um zu gucken, das baue ich jetzt noch nicht auf. Ja, dann haben wir hier zwar so einen Mini-Versatz, aber wenn ich es ineinander snappen lasse, dann kriege ich das wunderschön hin, ne? Ja, ich würde es dann bis hierher machen, da ist dann der Versatz nicht so schlimm, seht ihr? So würde ich das aufbauen und dann hier so hindere irgendwann, in 100 Jahren. So, jetzt mache ich den aber wieder weg. Der müsste weggehen, ne? Okay, jetzt pass auf, ich komme jetzt hier tatsächlich hoch, das war schon mal das eine. Und jetzt muss ich, glaube ich, hier ein Fundament davor stellen. Das sind jetzt die neuen Elemente. Die neuen Elemente, die bringen Fundamente. Ja. Ich glaube, das muss ich so dagegen stellen, ne? Wenn ich es richtig weiß. Und dann den Wachturm da oben drauf, dass halt von außen keiner rankommt. Er hängt jetzt hier ein bisschen in der Luft, da werden wir uns was einfallen lassen. Ich baue mal. Wir müssen es uns ja mal angucken. Ist jetzt ein Übungsprojekt, so dass wir es dann später, wenn wir es irgendwo anders mal aufbauen, genau wissen, was wir tun. Ich brauche nochmal 5 Hölzer. Ja, das geht, damit komme ich doch zurecht. 5 Stück bitte. Ich nehme sie mal von hinten weg. 1, 2, 3, 4 und 5 sollt ihr sein. Ich
Ich hätte das natürlich auch anders machen können, aber wichtig ist ja, dass ich da oben laufen kann. Das muss ich mir mal angucken. Ist das eine Dame? Ist das eine Dame hier? Bamsle. Ich find's gut. Ich find's gut, was es sich da so einfallen lassen. Hier machen wir dann nachher zu. Hier werden wir natürlich nochmal so ein bisschen üben müssen. So, Dille. Das Fundament steht jetzt normalerweise, ne? Genau. Hier hängt es minimal in der Luft, aber da lasse ich mir was einfallen, definitiv. Stört mich jetzt aktuell nicht. Und jetzt müsste ich normalerweise, bevor ich sterbe, trinke ich mal einen Schluck. Ist ein bisschen schief, aber geil. Geile Geschichte. So. Auch müssen wir wieder Wasser nachholen. Und hier drauf müsste jetzt normalerweise der Wachturm kommen, wenn ich das so richtig mir so überlegt habe. Bin mal gespannt, ob das geht. So. Ja, oder? Jo, Leute, wie geil. 10 Stunden braucht er. Wow, der dauert seine Zeit, oder? So, was fehlt uns? Jetzt sind wir schon wieder. Ich muss Wasser holen und wir müssen was essen. Ich lasse ihn jetzt aber fertig bauen. Bevor der Nebel kommt, breche ich es dann ab, ne? Ist das Nebel? Ne, heute haben wir keinen Mist. Jetzt muss ich aufs Leben gucken. Guck mal, wie die Farben sich im Hintergrund ändern. Er baut einen kompletten Tag an dem Ding rum hier. Hunger hat er, Durst hat er, Nacht wird. Oh, Risiko, Fisiko, Nachtszombies. Ich baue das jetzt einmal fertig. Okay, was uns jetzt noch fehlt, werden wir dann morgen früh machen. Wieder ein Tag vorbeigeschossen. Für einen Wachturm, ne? Hammer. Jetzt muss ich erstmal essen und trinken. Ich hoffe, ich habe noch was. Rachel, lass heute Nacht das Tor zu. Dann habe ich mein Ruh, schalalalalalu. So. Das ist zu. Das eine macht es in die Richtung, das andere in die. Irgendwie haben sie jetzt die Schatten verbessert, dass tagsüber schöner ist. Dafür ist dieses Nachtlicht jetzt nicht mehr so der Renner, ne? So, pass auf, meine Lieben. Zack, wir holen uns frisches Wasser. Damit fängt jetzt erstmal alles an. So. Geile Geschichte. Ich bin auf den Wachturm gespannt. Den haben wir nämlich jetzt gleich fertig, ne? Essenstechnisch, jetzt muss ich mal gucken, ob noch irgendwas anderes rumliegt. Nö. Und die habe ich auch schon mittlerweile verballert. Also da müssen wir uns hier mit ernähren. Ich nehme mal 3 Stück mit. Schalali, schalala. Boah, einen kompletten Tag haben wir jetzt verholzt. Nur mit ein bisschen Wachturmaufbau, ne? So. Eat. Und reicht das über die Nacht? Das reicht über die Nacht, Rest esse ich morgen früh. Naja, gleiches Spiel. Machen wir heute 8 Stunden. Ich laufe jetzt auch mal ums Haus rum. Meistens liegen nämlich die Blonden, hätte ich fast gesagt. Diese blauen Zombies, die in der Nacht kommen, die liegen manchmal vor der Tür rum, ne? So, und dann bauen wir den Wachturm fertig und dann basteln wir uns das ganze Zeug, was wir für die Jagd brauchen morgen. Und dann haben wir eine schöne Folge. Straßensperre. Beziehungsweise Banditen wegknallen morgen und Bär holen. So, heute hat sie zugelassen. Rachel, hast du zugelassen? Manchmal liegen die Zombies bei mir hier rum, ne? Dann dampfen die so vor sich hin. Loot haben sie aber leider bei weitem nicht dabei immer. Ja, hast sie in die Ecke gestellt und dich geschämt. Hätte ich auch gemacht an deiner Stelle. Wenn ich hier nachts immer alle in Gefahr bringe. Mal ist es mein Job. Nö, ich glaube, heute Nacht waren die noch nicht mal da. Vorbeigekommen, die Tür war auf. Was macht mein Hühnle? Es lebt noch. Naja, ein Namensschild bastel ich dem auf jeden Fall, ne? So, Leute, dann essen wir mal ganz kurz die 2 Fleisch. Eat. Eat sis. Ich freue mich jetzt voll auf den Bogen, auf den Köcher. Ich will das alles heute in einem Atemzug bauen, ne? Jetzt machen wir aber erstmal den Wachturm fertig. Nägel haben wir noch, Komponenten sind noch da. Bretter. Möglicherweise haben Bretter gefehlt. Einmal, zweimal, machen wir das Licht aus, genießen so ein bisschen die Stimmung am frühen Morgen. Wow, da ist der fett. Boah, ist der groß. Ich muss mal von vorne gucken, wie das aussieht. Das ist ja eine absolut geile Geschichte. Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir. Jetzt gehe ich mal hoch. Ich nehme aber hier schon mal gleich so ein paar Balken mit. Ich nehme an, dass es an Brettern liegt, ne? 1, 2, 3, 4. Ich nehme mal mit, was ich kann, so. Die ganzen Teile, Blätter und Harz und das ganze Zeug müssen wir noch aufsammeln. So, los mit mal schauen. 100, complete. 50. Ah ja, guck mal, ist so gut wie erledigt. Das Türmle steht, Leute.
Mein erster Wachturm. Freue ich mich jetzt hochzugehen. Babs. So, ich komme hier hin. Bam. Alles ist gut. Was ist denn das hier? Oh. Gut. Falls du keine Lust mehr hast. Oh, guck mal, wie geil man jetzt da hinten das Ding sieht, das Häusle, ne? Vielleicht mache ich da so das Extra-Lager für die NPCs hin. Oh, ist das cool. Okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Du musst halt aufpassen. Also wenn du mal von der Apokalypse die Nase voll hast, irgendwann, gar kein Problem. Dann gehst du hier hoch, Tür rauf und ab dafür. Schöne Geschichte. Ist halt für Styling. Ich werde da nicht oben sein oft, ne? Aber für mich ist es halt eine stylische Geschichte, wenn man sowas bauen kann. Ich finde es unheimlich gut. Guck dir das an. Ja, und dann machen wir jetzt hier nachher dann irgendwann zu. Und dann ist das Ding Fort Knox-mäßig, ne? Ich finde es echt cool. Ich finde es echt cool. Wir könnten natürlich jetzt, den hätten wir auch innen reinbauen können, ne? Den hätten wir auch innen reinbauen können, indem man das Fundament hier dagegen macht. Und dann hast du den Wachturm halt innen. Warum nicht? Hätten wir auch machen können. Lass mal kurz gucken, ob das, ne, dass ich da irgendwas erzähle. Ladadida. Aber mir, ich fand das halt so geil, dass du bei diesen Foundations hier gar nicht die Möglichkeit hast, hochzukommen von außen, ne? So, aber ich könnte jetzt theoretisch, wenn ich das schön hindrehen wollte. Ah ne, guck mal, da ist eine Sperrung hier. Aber ich hätte es hier reinbauen können, oder? Hätte ich es hier reinbauen können? Hier hätte ich es hinmachen können. Dann käme ich rechts hier leider hoch und dann hier auf den Wachturm drauf, ne? Beispielsweise. Weil da war ja eine kleine Treppe da oben. Oder ist da ringsrum zu? Ne, ne, der hat eine offene Seite. Aber ich finde es gelungen. Okay. Oh Gott, ist das ein Lappen. Zieh dir das mal rein, ne? Schön. Jetzt pass auf, jetzt gehen wir uns für morgen richten, Leute. Was wollen wir denn morgen machen? Wir wollen morgen den Bär machen, wir wollen Banditen machen. Das heißt, ich nehme Speere mit, aber nicht mehr so viele wie beim letzten Mal, sondern tatsächlich Bogen und Pfeile. Das machen wir jetzt. Ich muss mal eben schauen, ob wir noch Sticks hatten. Wir haben noch Sticks, 12 Stück. Für den Bogen brauche ich, glaube ich, auch das Tapeband. Ich nehme an, dass ich auch die Geschichte brauche. Seile und Leder habe ich. Gehen wir einfach mal schauen. So, meine Lieben. Wir brauchen diesen Bogen. Wir können den bauen. Bams, 2 Stunden meiner Zeit, kein Problem. Und den Köcher wollen wir, ne? 10 Komponenten. 8 Leder müssen wir noch bauen. 8 Leder. Kein Problem. So. Bogen haben wir gebaut, der ist hier. Geile Geschichte. Dann habe ich jetzt alles um. Ah, naja, noch 4 von den Nähkästchen. Sah kurz aus wie Mist, ne? Naja, aber so früh kommt er doch nochmal, ne? Die Nähkästchen. Hier. Scharmübel. Sieht voll mistig aus gerade, ne? Egal, wir machen weiter. Was haben wir gesagt, was wir machen? Wir machen den Köcher. Ist das geil? Jetzt haben wir den Köcher, Leute. 10 Uhr gleich 11. Mistmäßig. Also richtig erkennbar ist es nicht. Okay, pass auf, jetzt müssen wir mal gucken. Equip. Hier kommt der Köcher rein, richtig? Wo ist der? Da. So, und den musstest du dann. Add Arrows, genau. So war das. Jetzt muss ich nur mal ganz kurz gucken. Die Pfeile. Die hat man nicht hier gemacht, die konnten wir hier herstellen, oder? Wo wusste ich denn die Pfeile machen? Ich gucke nochmal kurz durch. Speer, nee. Das ist die Geschichte. War das? Hier sind sie. Also, ich brauche Sticks, 16 Sticks und 30, 18, 48 Federn, kann das sein? Jetzt muss ich gucken. Federn. Federn. Und dann machen wir hier Sticks draus. Kann sein, dass ich zu wenig Federn habe. Haben wir nicht irgendwann die Tage hier Federn abgelegt? Im Moment sehe ich keine mehr zusätzliche. Boah, das wird wahrscheinlich teuer, ne? Aber egal, du musst halt vorsichtig mit den Pfeilen umgehen. So, getrunken haben wir. Zum Essen habe ich nur noch die Dinger. Wird Zeit, dass wir uns einen Bär holen. Machen wir mal 16 Sticks. Guck nach dem Nebel.
Okay, 16 Sticks sind erledigt. Hier. Es sieht voll neblig aus zwischendrin. So, Leute. Jetzt kann ich doch normal 16 Stück herstellen, oder? Ne, 10. Weil ich nicht genug Federn habe. Aber Federn kriegen wir wieder. Ich kann natürlich jetzt von denen hier auch noch welche herstellen hier. Wie viele? 6 Stück. Na, ich weiß nicht. So, nochmal zurück aufs Mendle. Dann machen wir hier Add Arrows. Und wir haben Jägerpfeile 8 Stück. Die zwei lasse ich mal hier. Nö, die mache ich hier rein. Und dann mache ich mir da hinten noch normale hin. 8 Stück, würde ich sagen. So, pass auf. Zwei Sticks. Ja, oder falls uns die ausgehen, dann können wir immerhin zumindest Munition wechseln. Wir brauchen noch mehr Pfeile. Dieses Mal von dieser Sorte hier. 8 Stück. Was sind eigentlich die anderen da unten? Has a chance to infect flame on the target. Die sind ja auch interessant, ne? Die da. Bräuchte ich allerdings Federn, habe ich keine mehr. Ich muss mal durchgucken. Add. Basic Wooden Arrow. So. Und wenn wir jetzt den Bogen schnappen auf die 4. Nee, auf die 4. Alles klar. Me light on. Ist das jetzt noch von der Fackel übrig, oder? Wieso geht das Fackelsymbol dann nicht mehr weg? Ist das ein Bug, oder? Jetzt ist es weg. So, Leute. Using Hunting Arrow 2. Hier haben wir die Basics drin, ne? Alles klar. Läuft. Die Geschichte läuft, finde ich super gummigut. Das habe ich ja komplett vergessen. Oh, das habe ich ja komplett vergessen. Das müssen wir noch rüberbringen. Das können wir gleich einschmelzen heute noch. Dann gehen wir morgen auf die Jagd ganz gemütlich. Und wenn wir zurück sind, wenn wir hier noch das zweite Türble bauen, vielleicht noch ein, zwei Elemente hin, dass das Ganze so ein bisschen nach einer Front aussieht. Oh, der Bogen. Ich bin so froh, dass wir den haben. So, ich hau das Holz hier raus. Das brauche ich nämlich tatsächlich im Moment nicht. Eine Sehne haben wir übrig. Nägel haben wir übrig. Diese ganzen Komponenten, die wir hier für den Bau brauchen, wo packe ich denn die jetzt hin? Gib mir mal eine Kiste, die ich zur Werkbank bringe. Eine Werkbench-Kiste. Und da mache ich jetzt aktuelles Bauprojekt, die Sachen rein, die wir haben, ne? Ich würde die jetzt einfach drehenderweise hier hinten dazustellen. Nochmal ein bisschen drehen. Ja. So, verstehst du? Dann können wir nämlich jetzt sagen, die ganzen Nägel hier rein. 64 gehen immer übereinander. Dann würde ich sogar die Pfeile hier reinmachen, weil die brauchen wir ja früher oder später sowieso wieder. Dann haben wir fürs Bauprojekt die Geschichte. Das kommt hinten wieder rein, das kommt vorne rein. Das werden wir auch dann entsprechend da wegräumen. Und meine letzten Komponenten. Mein Wasser, meine Fackel und mein Haus. Sehr cool. So, Leute. Sind wir doch eine ganze Ecke weiter. Das hänge ich jetzt hier nochmal rein, auch wenn es das nicht wirklich muss. Dann finde ich es aber wieder. Hier haben wir die Tools drin. Und da haben wir die Geschichte drin. Die Geschichte drin. Und die Seile. Haben wir gut gemacht. Alles da gewesen, was wir gebraucht haben. So, die Matzüberreste, die kommen dann hier wieder rein. Schwupp. Tup, ich muss halt Federn jetzt in Zukunft wieder mitnehmen. Halt, was machst du denn? Doch, kannst du jetzt aufsammeln, siehst du? Haben wir wieder ein bisschen Platz gewonnen. Das Harz kannst du auch. Dann haben wir hier noch die Geschichte. Und ihmchen hier. So. Zack. Zack. Und zack. Das war's, ne? So kann man leben. So, meine Lieben, das war's dann auch von meiner Seite heute. Morgen brechen wir direkt auf. Ich richte das alles soweit her. Wir werden jetzt hier noch den Spind rausholen. Ach so, wir wollten noch schmelzen. Ah ja, wenn ihr wollt, bleibt da noch kurz dabei. Ich fahr noch mal rüber geschwind. Dann schmelzen wir den Rest noch rein. Ich pack nur die Spinds hier rein. Die sollen alle schön an meiner Spindwand hier hängen. So, siehst du? Kleines bisschen eindrehen. Das wird doch schön bei uns, oder? So, den kannst du natürlich dann ein ganz kleines bisschen rüber. So ist der Abstand ungefähr. Muss nicht haargenau sein. So langsam wird's, ne? Jetzt haben wir auf jeden Fall Lagerplatz. Wir haben die Erze, alles in der Mache. Also im Moment ist echt cool. Die muss ich dann noch wegräumen morgen. Wieso komme ich denn an Ihnchen hier nicht dran? Doch, da war gerade der Snap-Point. Pack mal den Bogen kurz weg, dann sehe ich ein bisschen besser. Hier war gerade der Snap-Point. Hier.
Sehr cool. Ja, dann können wir auch die Schränke schön einräumen. Dann passt das alles. Ich würde den da dagegen machen. So, ungefähr. Nee, da muss noch weiter hintere. Ja. Vier Spins haben wir schon. Ist das geil. Und jetzt haben wir hier festgestellt, sind noch die ganzen Erze drin. Dann fahre ich die eben mal rüber. Na, na. Und drüben müsste noch ein Spind klemmen, ne, den ich nicht aufgeladen habe. Pass mal auf, wir machen das ja sowieso. Wenn ich den unteren ziehe, gehen die anderen nicht automatisch mit, ne? Schade. So, die schmeiße ich jetzt erstmal hier runter, weil die brauchen wir tatsächlich eher im Haus. Die restlichen Militärkisten. Dich nehme ich mit. Ja, dann fahren wir nochmal kurz rüber. Dann machen wir das auch noch gleich fertig. Dann ist wirklich. Was steht da drauf? Mist Survival. Das habe ich noch gar nicht gesehen gehabt. So, einmal rumdrehen. Jetzt kommen wir natürlich hier nicht mehr durch, ohne das Tor zu bedienen oder das Auto zu schrotten. Aber im Prinzip geht es ja zukünftig sowieso nur so. Er hat schon wieder Hunger, ne? Muss ich kurz was mitnehmen, weil wenn ich drüben das verhütte jetzt gleich, das kostet ja Zeit, ne? Außerdem habe ich das Gefühl, wir kriegen nochmal Nebel. Ein Nebelchen, Schalalichen. Ja, guck mal, jetzt gehen uns auch bald die Bärendinger hier leer. Drei Stück, eins essen wir gleich. So, ja, wird's Zeit, dass wir Nachschub holen. Fleischnachschub. Und schon wieder ist der Tag fast vorbei. Ich finde die Wachtürme eine coole Idee. Wer weiß, was da noch alles kommt. Ich meine, du hast ja an der Base meistens keine Probleme. Wir können mal eine Nacht verbringen auf dem Turm dann, ne? Gucken, was da nachts abgeht. Ich würde auch gerne ausleuchten noch und so. So, jetzt lasse ich das Auto aber oben stehen. Ihr habt ja vorhin gesehen, was das für ein Heckmeck ist, ne? So. Schnapp ich mir meine Kistle. Und den Spind, den habe ich irgendwo verloren. Der müsste hier eigentlich in der Luft rumhängen. Ja, da hängt er. So, Leute. Schwupp. Gucken wir mal ganz kurz hier alles durch. Der ist fertig. Der ist fertig. Und dann hatten wir hier. Genau. Haben wir davon schon drei. Dann haben wir einen Zinkbarren. Sehr gut. Gib mir mal die kurz rüber. Dann füllen wir das nämlich jetzt gleich ordentlich auf. Guck mal, hier habe ich zum Beispiel auch noch diesen mit Metallbolzen. Dann haben wir noch mehr Zink. Zink. Hier mal noch mehr Kupfer. Kupfer. So, so und so. Da haben wir noch mehr von dem. Und das haben wir auch noch. Moment mal. Was ist das hier? Zink. Und das hier? Kupfer. Zink. Ja, die haben eine leichte Farbmorse, sind die verschieden. Ich sehe es nur nicht richtig. So. Zink. Fünfer. Boah, da haben wir auch noch Gold. Gold musstest du, glaube ich, aber ziemlich viel reinhauen, ne, dass das was wird. Lass mal kurz gucken, wenn ich 6 Gold nehme, habe ich es nicht voll. Wenn ich 8 nehme, passt, ne? Dann habe ich hier die Zinkachter. Zinkachter ist gut. Kupferachter ist gut. Habe ich das jetzt einmal komplett voll? Hier, den können wir auch noch darüber packen. Wieso tu. Ach, weil das dann zusammengemischt wäre, ne? Das ist ja interessant. Die muss ich nachholen, ne? Haben wir jetzt alles einigermaßen, dass es passt? Ah ja, guck mal. Brauchst du sowieso, ne? Alles klar. Schön, dann haben wir gleich wieder Ordnung geschaffen. Hier ist Gold. Dann habe ich hier Zink. Dann habe ich hier ein Küpferle. Und dann habe ich hier nochmal Eisen. Und hier habe ich Low Quality. Dann passt es. Und die bist jetzt leer, ne? Dann nehme ich die wieder mit heim. So wie den. Oder soll man die auch noch hier? Ne, hier haben wir so viele Kisten jetzt. So, meine Lieben, dann räume ich jetzt noch die Kisten weg, gucke, dass ich da noch ein bisschen Stauraum daheim aufbaue. Dann sehen wir uns morgen hier wieder zur Bärenjagd, zur Banditenjagd oben und natürlich zur Metallkomponenten holen. Das wäre so die Runde für morgen. Und dann können wir eigentlich gucken, ob wir vielleicht am Wochenende einen kleinen Ausflug machen. Einfach mit dem Auto mal Richtung Osten gucken, wie weit wir kommen. Dann stellen wir den Bock ab und dann gehen wir mal ein bisschen looten. Ja, das machen wir, da habe ich Bock drauf. So, ich hoffe, dass wenn ich den einfach hier auf die Kiste stelle, dass ich dann wegkomme. Probieren wir. Probieren wir, auf engstem Raum zu drehen. Das war schon immer so meins. Geht.
Und es sieht so aus, als wäre der Spind drauf. Alles klar, dann bringe ich die Sachen heim, Leute. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Dann holen wir uns neues Bärenfleisch. Jetzt gucke ich mal, wie das hier ist. Also da habe ich immer so ein bisschen Bedenken. Die sind schon ziemlich eng, die Dinger hier. Ne? Die gehören breiter einfach. Ich meine, du kommst schon durch. Mit viel Übung bleibst du auch nicht mehr so oft hängen, aber schön ist es nicht. So, Leute, das war's für... Schöne Geschichte. So langsam baut sich alles auf, ne? Gemütlich halt. So mag ich das. Den Spind bringe ich jetzt noch rein. Ich will schon wieder nicht aufhören. Ist aber jedes Mal so, wenn ich da drin bin, da frage ich mich dann immer, warum sollst du denn jetzt aufhören? Jetzt läuft's. So, meine Lieben, ich freue mich auf die Jagd morgen. Und... So! Ah, jetzt sieht's bald aus wie in der Garderobe. Bisschen weiter rüber. Perfekt. Muss ich natürlich noch überlegen, wo ich was reinräume und wo ich die mit die Militärkisten aufbaue. Aber da findet sich auch ein Platz. Also hier kommen auf jeden Fall zwei hin für Autoersatzteile. Hier kommen zwei hin für Superschrott. Und den Rest packe ich hier rein. So, bis morgen.